Ja, hallo Freunde, hier seht ihr ein Zwischenziel unserer jetzigen Wandertour. Es geht erstmal hinauf zur Dachskapelle und dann wollen wir über den Hüttelsteig weiter zur Esterbergalm. Und dann geht es da auch noch weiter. Und wenn ihr dabei sein möchtet, dann lade ich euch ein. Herzlich willkommen, kommt mit. Ja, also erstmal ein kleiner Rückblick. Da komme ich her. Der Anstieg hier herauf und dann geht's weiter, immer weiter Richtung Dachskapelle, immer mit den schönen Ausblicken ins Tal zum Kramer hinüber. Der Blick hinüber zum Kramer und weiter geht's auf dem Weg nach oben zur Dachskapelle. Ja, und da sind wir schon an der Dachskapelle angelangt. Der Name ist zusammengezogen aus unseres Herrn Kapelle in den Taxen, das heißt in den Tannen, also die Kapelle in den Tannen. Ja, ja, die Kapelle wurde 1852 vom Schäfflermeister Ignaz Liedl anstelle einer hölzernen Kapelle hier erbaut und alljährlich geht an Christi Himmelfahrt eine Bittprozession von Patenkirchen aus zu der Kapelle hoch. So, nachdem wir jetzt gut eine halbe Stunde nach der Dachskapelle hochgestiegen sind, kommt jetzt die Abzweigung hier links zum Hüttelsteig und jetzt wird's interessant. Ja, und der Hüttelsteig ist ein schön angelegter, schmaler Fußweg, ein Pfad, der zunächst mal relativ eben hineinführt in den Wald. Und dann ist natürlich jetzt Anfang August, blüht alles wunderschön und wir werden sehen, was der Hüttelsteig noch an Überraschungen für uns bereithält. Das war einmal ein Brunnen. Der Weg Doch wird wieder hat sich jetzt hier abwechslungsreicher. Es abwechslungsreicher. geht immer wieder bergauf, bergab. Genau. Und auch die Wegbeschaffenheit wird ein bisschen steiniger und wurzeliger, aber immer noch gut zu gehen. Wald heraus. Diese Aussicht, ha? Oh, ja. Ein Felssturzgelände.
Es geht jetzt immer weiter bergauf und die Aussichten ins Tal, die werden natürlich auch immer schöner und spektakulärer und weiter und weiter bergauf und hinauf. Ein sehr, sehr schöner Weg, wirklich. Ja, und man sieht hier auch mal ganz deutlich, wie steil der Hang ist, in den dieser Weg hineingebaut wurde, und dann der Rückblick. Ich stehe hier an einem fantastischen Photoshooting Point mit extremer Aussicht. Schaut nach Wasserfall aus. Sind wir am Ende des Hüttelsteig. Der trifft hier auf den Fahrweg, der von links heraufkommt und zur Esterbergalm weiterführt. Ja. Da verlassen wir also jetzt den Wald. Hier weiter. Ja, und hier beginnt das Almgelände der Esterbergalm. Ja, da komme ich her. Und das ist der Blick hinauf zum Predigtstuhl. Da gibt es auch dann einen Weg hinauf, aber den gehen wir heute nicht. Ja, und es geht unverkennbar auf die Esterbergalm zu. Geschwind, der Bauer, 1,5 Stunden. Ja, die Esterbergalm. Hier also weiter zum Kärntner Bauer. Da geht's hoch oder ginge es hoch auf den Wank. Da sind wir hergekommen.
An diesem idyllischen Plätzchen lohnt es sich durchaus, ein bisschen Rast zu machen und Kraft zu tanken, denn es geht jetzt gleich dann wieder eine ganze Zeit lang steil bergauf. Wunderbarer Baum. So, und jetzt geht's nach einem ziemlich zarten Anstieg, geht jetzt zum Gschwandner Bauer immer nur bergab. Ja, der Weg schlängelt sich jetzt hier in Serpentinen den Steilhang hinunter. Ganz schön zackig. Das ist ein herrlicher Blick jetzt hinüber zum Karwendel. Ja, und dieser Weg hier, also der macht mir schon, mir persönlich, ziemlich zu schaffen. Es ist jetzt ein Abstieg und vorher war ein Aufstieg und dann wieder ein Abstieg und noch ein Aufstieg. Also das ist jetzt schon ganz schön zackig. Aber ich denke mal, so lang wird es zum Gschwandner Bauer nicht mehr sein. Halbe Stunde oder so. Ja? Schauen wir mal. Ja, das ist das Wetterstein. Und das sind die letzten 2 Minuten hinunter zum Berggasthof Gschwandner Bauer. Und der wird heute natürlich am Sonntag bei dem Wetter rappellvoll sein. Es ist jetzt 2:30. Na dann schauen wir mal. Und jetzt? Oha, ja. Gschwandner Bauer. Also wer da drüber kommt, der darf auch zum Gschwandner Bauer. So, ich bin jetzt wieder ein Stück herunter vom Gschwandner Bauer, werde jetzt noch runterlaufen ins Dorf und sage Dankeschön fürs Zuschauen und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Servus.